So, herzlich willkommen zur Opening Bell und wir verlieren keine Zeit, sondern springen nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimke. Das Beste hoffen, das Schlimmste erwarten. Das ist tatsächlich, wir hatten es ja vorhin schon, durchaus philosophisch, aber stammt nicht von mir, sondern ist eine Liedzeile aus Forever Young von Alpha Will. Also. Forever Young ist cool. nehmen wir alle. Und, aber da gibt es ja auch dieses, ne, jeder will gerne alt werden, aber nicht alt aussehen. Funktioniert bei den meisten zumindest nicht. Von daher, wir nehmen das mit dem Älterwerden. Und Forever Young sind wir im Herzen. Positives. Wie gesagt, dein Spruch nochmal. Du hast eben im Vorgespräch noch eine Zeile mit positiv dahinter gesetzt. Sag nochmal. Ja, und das Ganze positiv dann noch ja, das Positive herausstreichen, ja, keine Ahnung, ich habe es wieder vergessen. Ich rede so viel am Tag, da ist garantiert auch das eine oder andere. Du bist doch aber ein Mann und Männer haben doch gar nicht so viele Worte pro Tag. Naja, da ich morgens maulfaul bin, muss ich dann irgendwann aufholen. Also. Okay, irgendwann musst du die ja dann loswerden. Also ja, kommen wir jetzt zu dem positiven DAX nicht. Er läuft nicht so richtig rund. Gestern ganz ordentliche Erholung ja beim deutschen Leitindex. Heute sind wir dann schwächer in den Handel gestartet. Im Tagestief 15.123. Das Positive, davon sind wir schon so 150, 130 Punkte wieder entfernt. 15.253 nämlich. Der aktuelle Stand bedeutet also nur noch ein Minus von 1,7, 1,8%. Ja, es rappelt hier heute mal wieder in der Kiste. Ganz klar, es ist weiterhin eine hohe Nervosität am Markt. Zinssorgen, die konnte Jerome Paul, der FED-Chef, letztlich ja nicht ganz wegblasen, wollte er vielleicht aber auch gar nicht, um die Märkte vielleicht auch auf ein negatives Szenario vorzubereiten, um sie dann positiv zu überraschen. Ukraine-Krise ist das andere, Corona-Pandemie natürlich auch in die Berichtssaison, läuft auch auf Hochtouren. Aktuell sehen wir hier so ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen buy the dip, also rein in die Schwäche kaufen zu, sell the rally, also sobald man wieder zulegt, dann eben auch wieder verkaufen. Es ist tatsächlich irgendwie nicht so richtig ausmachbar, in welche Richtung der DAX geht und jeden Tag sehen wir hier eine ganz ordentliche Bewegung. Eins steht auf jeden Fall fest, auf Wochensicht gesehen wird das nicht positiv, denn letzten Freitag sind wir bei 15.604 Zählern aus dem Handel gegangen, beziehungsweise ganz ehrlich, wir haben jetzt 14.44 Uhr. Ich korrigiere, warten wir es mal ab, ob es nicht vielleicht doch noch positiv wird, denn das, was wir in den letzten Tagen hier an Intraday-Bewegungen gesehen haben, es ist alles möglich, es ist wirklich alles möglich, aber eher unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Sartorius ist der größte Gewinner, gefolgt von Zalando, Merck und Siemens Healthineers. Allerdings die Gewinner sind tatsächlich nicht so richtig schwungvoll unterwegs in diesem schwächeren Marktumfeld. Von daher der Blick auf die größten Verlierer. Merck, Henkel, über 10% im negativen Bereich. Da hat man heute einen enttäuschenden Wachstumsausblick geliefert. Die Aktie wieder unter der 50-Tage-Linie. Alles andere als gut. Delivery Hero im Minus, Adidas, Infineon und MTU. Auch rot. Aber die Mehrzahl der 40 DAX-Werte. Genau, aber wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit, das Ganze zu korrigieren. Und auch das wäre keine große Überraschung, weil das haben wir ja ebenfalls in den vergangenen 14 Tagen mal häufiger erlebt, ja, dass der Markt irgendwie dann wieder Grip gefunden hat. Also dir danke ich schon mal. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Wir sehen uns dann natürlich. Und wir sehen jetzt mal über den großen Teich. Nein, wir blicken natürlich über den großen Teich. So, haben Sie Angst? Machen Sie sich Sorgen? Haben Sie Panik? Gefühle? Attacken? Mit einem Blick aufs Depot. Bank of America sagt, dazu besteht kein Anlass. Die Anleger sind weit davon entfernt, zu kapitulieren. Was auch immer das heißt. Aber sie haben eine sehr interessante Zahl genannt, nämlich was an Geld in ihre Aktienfonds reinläuft. Und das war wirklich zuletzt richtig beeindruckend, 17 Milliarden Dollar. Sie sagen, das sieht einfach nach ganz vielem aus, aber eben nicht nach Kapitulation. Die Anleger haben das offensichtlich, also die Börse, noch nicht ad acta gelegt und sie haben das Thema noch nicht abgehakt. Und gut so, weil, wie gesagt, es sind am Ende sind es Bewegungen. Wenn man die täglich verfolgt, hat man natürlich irgendwann auch das Gefühl, dass sie ja wichtig sind. Ja, aber wenn Sie sich Börse langfristig anschauen, dann werden Sie immer wieder solche Phasen sehen. Jetzt werden wir natürlich ganz genau beobachten, wie sich die Renditen entwickeln. Sie sehen es, die 10-Jährige knapp über der 1,8. Das zeigt also durchaus doch nur, dass
die Märkte jetzt das neue Szenario einpreisen. Das heißt, Tech bleibt unter Druck. Wir sehen es ja, Nasdaq Future rutscht schon wieder ab, wobei ich den vorhin deutlich tiefer im Minus gesehen hatte. Muss mal schauen, ob wir da, da scheint ja jetzt tatsächlich, wir sehen unten drunter auch noch die Subline mit Dow verliert 300 Punkte und jetzt sind es nur noch 200. Also, wir werden offensichtlich gerade bestätigt in dieser Meinung, dass der Markt uns vielleicht auch noch alle überraschen könnte. Schauen wir uns mal ein paar Einzelwerte an. Apple, klar, das ist jetzt der Eurochart. Weshalb? Damit ich Ihnen zeigen kann, es ist gerade nicht mehr jetzt so viel übrig. Es sind noch 3% übrig. Also nicht in Euro, sondern in Dollar, waren vorhin noch 3% noch übrig von dem, was sie gestern gewonnen hatten, nach diesem fabulösen, anders kann man es nicht nennen, Quartal, das sie gemeldet hatten. Und wenn irgendjemand auf die Idee kommt, da irgendein Haar in der Suppe zu finden, ja, dann ist das ja auch immer ein bestimmter Schlag Mensch, der so etwas tut. Dazu gehöre ich glücklicherweise nicht. Ich sehe, wie gesagt, eher das Positive. 124 Milliarden Dollar Rekordumsatz, zurück auf Platz 1 in China. Das ist vermutlich nur so eine Momentaufnahme, denn dafür sind die chinesischen Konkurrenten einfach zu stark und das werden sie in den kommenden Quartalen auch wieder zeigen. Und es läuft halt einfach klasse, guter Ausblick. Also was will man mehr? Die Aktie wird auf jeden Fall wieder nach oben kommen. So viel, wie für mich klar ist, dass Robinhood weiterhin da unten rumkraxelt. Es gibt da nicht allzu viel, es gibt für mich gar nichts, was man momentan mit der Aktie anfangen kann. Sie sehen es hier, das ist gestern nach 22 Uhr gewesen. Das ist der Absturz, nachdem die letzten Quartalszahlen, die für das vierte Quartal herausgegeben wurden, Einbruch beim Geschäft mit Kryptowährungen, deutlicher Rückgang bei den Aktiengeschäften. Das heißt, die Nutzer sind auch weniger geworden, die Nutzer handeln auch noch weniger und das drückt alles massiv auf die Kurse und führt jetzt die Aktie in Richtung der einstelligen Notierung. Da wollen wir es damit eigentlich auch belassen. Moderna, die habe ich jetzt gar nicht so sehr dabei, weil es da eine besondere Nachrichtenlage gäbe, sondern weil Jim Cramer sich zu Wort gemeldet hat. CNBC, wenn Sie das verfolgen, was wir relativ, also was wir täglich machen, ja, es läuft ja, die Bildschirme laufen auch immer im Hintergrund, dann kennen Sie den Mann natürlich, war, ist einer der etwas lauteren Kommentatoren des Börsengeschehens in den USA, Hedgefondsmanager, kennt sich mit der Materie durchaus aus, polarisiert, absolut überhaupt gar keine Frage, hat aber auch eine enorme Reichweite und Ahnung hat der Mann außerdem. Was wichtig ist, Cramer hat sich das Ganze mal vorgenommen, sagt jetzt auch, Mensch, da sind Aktien, die sind um 50% gefallen. Das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, wenn man sich den operativen Geschäftsverlauf anschaut. Und er hat das dann so eingeteilt in Unternehmensgrößen, 5 bis 10 Milliarden, ab 10 Milliarden und hat dann gesagt, okay, was möchte ich denn gerne haben? Ich möchte Aktien haben von Unternehmen, die profitabel sind. Ich möchte Werte haben, die jetzt nicht allzu teuer sind, das heißt maximal KGV 50. Und das sind dann so Werte, wo er glaubt, da könnte man reingreifen, da könnte man tatsächlich dann Positionen aufbauen. Und zudem, was er zumindest mal auf die Watchlist gesetzt hat, das ist Moderna. Ja, da kam der Einbruch, aber da ist Moderna jetzt nicht alleine. Novavax gehört mit dazu, BioNTech gehört mit dazu. Pfizer hat es ja zuletzt selbst erwischt, obwohl die Nachrichtenlage überwiegend gut ist für die Unternehmen. Aber eben die Unsicherheit, kommt es zu einer Impfpflicht in Deutschland? Wie geht es weiter überhaupt mit der Impferei weltweit? Wird uns die Pandemie weiterhin begleiten? Und das wird sie ja, aber wird es nötig sein, sich in regelmäßigen Abständen weiter impfen zu lassen? Mit welchen Wirkstoffen dann? Und so weiter und so fort. Also, all das, was hier vor einigen Monaten, als das alles noch sehr nebulös war, dazu geführt hatte, dass die Aktienkurse gestiegen sind. Und das war ja einer der Gründe. Man wusste jetzt nicht so genau, wie spielt sich das Ganze aus. Aber je mehr Zahlen bekannt wurden, desto stärker wurde der Druck auf die Aktien. Und jetzt ist die Fantasie einfach raus und jetzt braucht es einen neuen Impuls. Und Cramer, wie gesagt, sieht Moderna auf jeden Fall reif für die Watchlist. Bei Zoom Video sieht er das ganz ähnlich und sagt, Mensch, da ist die Meinung ja auch bekannt. Ja, die werden natürlich, das Wachstum wird nachlassen, ganz klar, weil die Pandemie und die Lockdowns eben vorbei sind. Aber dieser Arbeitsplatz, also Homeoffice, ist natürlich etwas, was uns auch zukünftig erhalten bleiben wird. Auch wenn jetzt viele Konzerne sagen, ja, kommt mal wieder zurück. Das mag durchaus sein, aber es wird natürlich in unserem neuen Berufsalltag werden Phasen mit Homeoffice-Zeiten eben dazugehören. Dann gehört es eben auch dazu, dass man kommunizieren kann mit den Arbeitskollegen oder
für Schulveranstaltungen oder. Und Zoom-Video wird da eben eine gewichtige Rolle spielen. Und von daher glaubt er auch hier, der Kursrückgang doch deutlich übertrieben. Übrigens hier sehr schön in diesem Verlauf ein Doppeltop. Wenn Sie sowas finden mit einem gewissen zeitlichen Abstand und es geht, danach gehen die Kurse nach unten, das ist ein relativ gutes Signal, wenn Sie mal gegen den Trend investieren wollen. Alibaba, ja, das, da gibt es kein gegen den Trend investieren. Ja, es geht eigentlich nur nach unten. Aber jetzt hat eine, ich glaube es war UBS. UBS hat gesagt, sie haben eine Liste mit Aktien, von denen Sie nicht nur überzeugt sind, also dieses Conviction, die Conviction Bias, die wir ja kennen von Goldman Sachs. Ja, immer wenn da eine Aktie aufgenommen wird, dann ist das ja wie ein Ritterschlag und normalerweise geht der Kurs nach oben. Die haben eine Liste, die noch drüber angesiedelt ist. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie der Begriff genau war, aber noch ja, absolut hardcore überzeugt sind sie davon, dass Alibaba im Kurs steigen wird und haben deshalb auch die Aktie zum Kauf empfohlen. Weshalb? Das sind immer die gleichen Argumente. Das Wachstum bleibt weiterhin überdurchschnittlich hoch. Sie haben eine hervorragende Marktposition. Die Regulierung in China wird irgendwann hoffentlich natürlich nachlassen, der Regulierungsdruck. Und dann werden die, ach so, genau, und sie sind natürlich auch noch fundamental günstig bewertet. Darf man auch nicht vergessen. Das ist alles das, was wir aber schon seit Monaten wissen. Und trotzdem fällt der Kurs immer weiter. Und da braucht man schon wirklich einen stabilen Magen und ein gutes Selbstbewusstsein, um dann zu sagen, okay, da investiere ich. Und man braucht natürlich ziemlich viel Kapital, um zu sagen, ich schaue da jetzt einfach nicht mehr hin. Ich weiß, das ist, wie schwer das ist, aber in dem Fall macht alles andere wirklich keinen Sinn. Übrigens, die Marktkapitalisierung des Unternehmens mittlerweile knapp noch über 300 Milliarden Dollar. Dafür bekommen Sie Chinas größten E-Commerce-Laden, Chinas größten Cloud-Anbieter, Chinas bedeutendes Unternehmen im Entertainment-Bereich, in der Logistik, New Retail und so weiter und so fort. Ich würde übrigens Pinduoduo nehmen. Ich habe mich gestern noch mal mit meinem Kollegen drüber unterhalten. Weshalb? Weil Pinduoduo einfach den größeren Druck nach oben hat. Wenn der Markt dreht, dann hat die Vergangenheit gezeigt, dass Alibaba zwar gut läuft, aber eben nicht so stark läuft wie andere Vergleichswerte. Pinduoduo, Bilibili, das sind so die Werte, die dann richtig Vollgas geben. Die sollten Sie, ach ja, genau, deshalb haben wir sie mit dabei, deshalb sollten Sie die eher auf Ihrer Liste haben. Das ist dann die Nummer 2 oder die Nummer 3 im E-Commerce. JD.com ist natürlich auch mit dabei. Das wechselt sich ab. Ich nehme jetzt an, sie dürften auf Rang 3 zurückgefallen sein, einfach weil der Kursverlust so stark ausgefallen ist. Also zumindest was die Größe betrifft. Sie sehen, der Wert hat sich mittlerweile geviertelt. Da sind also 75% weg. Jo, sauber gemacht, Peking. Kann man anders nicht sagen. Jetzt hoffen wir darauf, dass sich das, was wir gerade am Anfang gesehen hatten, nämlich, dass wir, während dem wir noch drüber reden, sich eigentlich hier so ein positives Setup langsam Bahn bricht, dass das sich fortsetzt, über den Handelsbeginn fortsetzt, vielleicht dann auch ein bisschen an Fahrt gewinnt, dass wir einen versöhnlichen Wochenabschluss bekommen. Ob das geklappt hat, das sehen wir am Montag in den Märkten am Morgen. Bis dahin, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, erholen Sie sich gut, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.